Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute werde ich mal mit euch Sachen kaputt machen. Es dreht sich nämlich um diese beiden Komponenten hier. Dreiseiltechnik. Heute möchte ich mal mit euch zwei Komponenten innerhalb meines Techniker-Universums kaputt machen. Dazu gehören ein Funkmikrofonempfänger und ein Sender. Diese beiden sind ohne Funktion, das heißt, sie würden sowieso auf Müll landen. Und zuvor möchte ich einmal genauer mit euch herausfinden, was in diesen beiden Komponenten für Teile verbaut sind. Nur schon mal so viel, ich weiß mittlerweile einen Widerstand von einem Mikrocontroller zu unterscheiden, dann hört es aber bei mir auch auf, nur zum Verständnis. Ich möchte nur mal wissen, was da so ganz grob drin sitzt und warum diese Sachen so leicht gebaut werden können. Weil eigentlich muss da auch jede Menge Technik drin sein. Deswegen werden wir nun einmal diese beiden Sachen gekonnt zerlegen und dafür begebe ich mich mal an meinen Seziertisch und dann sehen wir uns sofort wieder. So, da bin ich wieder jetzt mal am Seziertisch sozusagen und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Funkmikrofon an. Das seht ihr jetzt ein bisschen im Zeitraffer, bis ich das Ding komplett zerlegt habe, hoffentlich. Wir schauen uns das einfach mal an. So, das war schon. Das war jetzt nicht wahnsinnig lange tatsächlich. Hier bin ich schon im Inneren. Mehr Teile hat dieses Mikrofon gar nicht. Der erstaunt einen auch nicht, der relativ günstige Preis. Wir haben jetzt hier drin, was ich noch weiter auseinanderbauen könnte, noch mal einmal den Taster oder diesen Einschalter, Ein- und Ausschalter und den Kanaltaster. Aber ich glaube, um den weiter auseinanderzubauen, das bringt es nicht. Halten wir fest hier drin, das ist voll Plastik. Da ist echt, gut. Da hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Wir haben hier so einen so einen Wippschalter, wo wir den Gain zwischen 0 und minus 10 dB absenken können. Hier haben wir diesen Ein- und Ausschalter. Und hier unten haben wir noch den Kanal. Wahlknopf sozusagen. Ja, ich weiß, dass wir oder dass dieses Gerät einen Wackelkontakt hat und zum Schluss gar nicht mehr eingeschaltet werden konnte. Kann sein, dass es tatsächlich hier schon am Einschaltknopf irgendwie haperte oder dass tatsächlich irgendwas hier drauf nicht mehr richtig funktioniert. Kalte Lötstelle oder sowas passiert ja immer mal wieder. Gut, damit haben wir das Mikrofonmodul schon mal weg. Jetzt kommen wir zu dem Receiver. Dafür mache ich natürlich zuerst auch das wieder Zeitraffer time. Ich sag mal so, das ist diese ganze Hauptsteuerplatine und diese beiden Ärmchen hier sind die beiden Antennen. Was ich dazu sagen soll, weiß ich noch nicht so ganz genau. Aber es ist auf jeden Fall schon mal billig hergestellt, das kann man sagen. Die machen es sich ja auch leicht. Ich habe jetzt gerade hier auf dieser Platine, ich zeig's mal in die Kamera,
hier unten dieses Feld A bis N ist durchbeschriftet und daneben stehen H7, K7, M7, M10, P11, QF, RF. Das sind die Frequenzbänder von Shure. So heißen dort die Frequenzbänder. Und nur das Frequenzband, welches in Betrieb ist, das ist durchgelötet. Ja, da ist hier ein, scheint mir ein Widerstand drauf gelötet zu sein. Und der versorgt dann damit hier diese ganze Empfangsplatinsteuerung. Das ist dann, also je nach Frequenzband wird dann ein anderer Widerstand reingesetzt. So macht es zumindest Shure. Bei den günstigsten Funkstrecken, also wirklich den, ich könnte fast sagen, bei den billigsten Funkstrecken, wenn ich mir das hier so angucke. Naja, gut. Ja, so fertigen die halt Billigfunkstrecken an, ne? Das sind auch welche, ne? Naja, gut. Schön. Ja, kann man sich merken, so sieht jetzt so eine Platine von innen aus. Warum man dafür immer noch so viel Geld ausgibt, ich sag zumindest mal so, jetzt ist es nicht sonderlich ja, verwunderlich, dass auch schon günstige Funkstrecken gute Funkstrecken sein können. Bei dem, was da drin ist, da ist ja wirklich nichts drin. Ne? Das ist, naja, gut. Wenn die das mal so machen wollen, sollen sie es machen. Das war's von meiner Seite für dieses Mal. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs immer wieder zugucken, wie ich hier so ein paar Sachen auseinandergenommen habe. Freue mich schon auf das nächste Video. Mal gucken, was es dann wird. Ich weiß es noch nicht. Bin selbst ganz gespannt. Und ja, bis dahin sehen wir uns beim nächsten Video. Zwei weitere Videos habt ihr neben mir. Hier unten könnt ihr mich abonnieren. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns, wie gesagt, dann wieder. Wenn wir wieder neuen Stoff zusammengetragen haben. Bis dahin verbleibe ich aber Dreisei Technik. Bis später und viel Spaß noch.